Eichhörnchen. Ganz süß. Ja, die raffen es noch nicht, wo ich bin. Sei ein bisschen vorsichtig. Ist doch zu früh. Direkt über mir ist ein Eichhörnchen. Sehr langsam am Nusskauen. Sehr, sehr langsam. Ist alles voll, aber wir laufen in die andere Richtung. Yeah.
Hier sind wieder ganz schön viele Mücken. Aber ich nehme es in Kauf für euch. Es sind sehr viele Mücken. Ich bin schon sehr oft gestochen worden, habe ich gemerkt. Gerade beim Bewegen. Aber wen interessiert das? Es juckt. Wisst ihr, was schön ist, Leute? Hier sind eine ganze Menge Hummeln. Mücke. Fuck off, Alter. Hummeln sind sehr schön. Es sind sehr viele Hummeln. Aber auch sehr viele Mücken. Immer noch ein schöner Eichelhäher hier. Auch sehr schöne Vögel. Wenn ich weiß, was ein Eichelhäher ist, sofort googeln. Ist ein Hammervogel. Hummeln sind richtig sweet. Die sind überall Hummeln. Das ist richtig süß. Kleinen Flauschhelikopter. Das ist richtig geil. Ich habe die Eichhörnchen immer angemerkt, dass sie immer auf meinen Rucksack müssen. Aber ist halt so, alles für die Show. Da haben wir so fleißige Hummeln. Mega. Ich glaube, die Eichhörnchen chillen jetzt. Also die chillen natürlich nicht, das ist klar. Aber wir sind gerade nicht hier in der Ecke. Aber ich warte noch ein bisschen. Wenn es euch nicht stört, dann warte ich noch ein bisschen, weil es nämlich Bock macht. Aber es ist vielleicht ein ganz guter Moment, mal in den Chat zu gucken, wie es so läuft.
Das ist ein Stream-Konzept. Einfach sitzen, chillen. Kuna Matata. Ja. Warte, ich zeig euch mal Hummeln. Warte. Ihr müsst auch staunen, wie schön die Hummeln sind. Das ist wichtig, sonst sind die traurig. Was düst die ab, die alte Hummel? Die ist doch hier bei Twitch drauf. Mann. Hummel ist abgedüst. Hummel ist abgedüst. Das sieht jetzt geil aus. Schau mal, wie geil das hier aussieht.
uns auch filmen. Aber jetzt sind die weg. Und die sahen ziemlich verschlafen aus. Ich sag's euch, wie es ist. Zu viele Mücken. Zu viele Mücken, zu wenig Eichhörnchen. Keine gute Kombi. Hallo Chat, ich grüße euch, jetzt kann ich mit euch reden. Ich habe mir heute überlegt, ich fange ein paar Minütchen später an mit meinem Shit. Und fand es irgendwie ganz gut, mal kurz draußen zu sein, weil die einfach, es ist eine schöne Stimmung hier draußen. Das Wetter ist schön, macht irgendwie alles Bock. Ehrlich gesagt, genau, will ich hin, nicht verdalern. Und es ist einfach irgendwie gut, es ist irgendwie gut. Hammerwetter, Hammerstimmung, Hammer-Eichhörnchen, alles nice. Finde ich wirklich. Aber es war nicht die beste Hörnchenausbeute, bin ich ehrlich. Dafür, es war ganz cute. Es war ganz cute hier mit auf dem Rucksack und so. Kann man nicht meckern. Aber ich glaube, es war prinzipiell ein bisschen zu warm. Kleines bisschen zu viele Leute. Ich hatte auch nicht so die Geduld, weil alles voll mit Mücken war. War nicht die beste Eichhörnchenausbeute, muss man sagen. Aber sind halt auch vielleicht ein bisschen abgehoben jetzt. Wisst ihr, da ist nicht mehr so viel Zug an der Kette. Mücken schatten gerade mehr, glaube ich auch tatsächlich.
Moment. Viel Spaß. Schön. Das sieht ja richtig cool aus. Habt ihr gehört? Das sieht richtig cool aus. Richtig charming. Nice. Jetzt gehen wir noch hier zum Wasser, gucken uns noch mal ein paar Enten an. Boah, mein Rücken ist voll mit Mückenstichen, ey. Es juckt richtig. Hier diese Bäume da hinten, die zeige ich euch mal, die sind auch sehr berühmt. Diese Sumpfbäume, kann man die sehen? Nee, ne? Ich kann auch nicht ranzoomen. Sehr berühmte Bäume hier im Stadtpark. Übrigens ist hier alles vom großen Hexenritual aus dem Herbst letzten Jahres ist abgebaut worden. Die stehen im Wasser, ja, deswegen sind sie so berühmt. Sind diese 5 Bäume dort im Wasser. Ich weiß auch nicht, wie das geht, wie die das geschafft haben. Aber sie haben es geschafft. Guck mal, da kommt Spione. Seht ihr die? Spione? Da haben wir Walle verloren. Ja, genau. Bitte filme uns nicht. Wir sind berühmte Bäume. Der eine Baum heißt Johnny. Ist die Kamera wasserdicht? Nein, Mann. Und der andere Baum heißt Stuhl. Johnny und Stuhl. So, da kommen die Enten, das sind richtige Rüpel. Mögen die auch Nüsse? Das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Na gut, dann weiß ich das nicht. So Stadtenten ist wahrscheinlich alles. Ja, mögen die Enten, mögen die Nüsse? Noch eine Nuss habe ich immer hier. Hier ist noch eine. Na komm her, Dachs. Oh Gott, ey. Ist das eine Lady? Eine Lady und 3 Männer? Ja, furchtbar. Ne, es sind 3 Herren. 3 Herren. 4 Herren. 4 Herren. Warum sind denn jetzt hier 4 Männer? Warte mal, kommt der. Hier geht's noch ein. Ey, 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 Schnabelmann. Die machen Junggesellenabschied in Hamburg, meinst du? Eine ganz schöne Vorstellung, ehrlich gesagt. Niemals Brotfütter, nein, das quillt auf in den Mägen und dann explodieren die und dann ist das so eine große Sauerei. Enten können auch homosexuell sein, ist doch egal. No shaming. Hier, komm mal hier nach vorne. Du musst dir schon holen den. Da liegt die Nuss. Siehst du die? Siehst du die? Hol die Nuss. Ich hoffe, dass die irgendwann Eichhörnchen fressen. Das wird ein großer Kampf. Kann ich was streamen? Alter, die Nuss musst du da mitnehmen. Das ist eine teure Premium-Nuss. Extra von Edeka gekauft. Mann, ey. Na gut, scheiß drauf. Die armen weiblichen Enten haben früher kein schönes Leben. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist natürlich jetzt auch Grauzone, Paper Arena. Da gehen wir hier im Chat nicht drauf ein. Aber wahrscheinlich stimmt es. Aua. Nein. Ja, ich habe da auch viel gelesen über die Enten. Das ist alles schlimm. Schlimme Entenkultur. Hier gibt es nur viel gute Themen. So ist es, Paper Arena. Stop it. So, hier ist dann die kaputte Brücke. Ich weiß aber nicht genau, was das bedeutet. Heißt das, man soll die nicht gehen? Was bedeutet das? Bedeutet das, die geht schon noch?
Oder... Also, was heißt das? Muss ich mal angucken. Ich meine, das liegt ja nicht ohne Grund so. Schwierig. Aber warum, was ist denn hier los? Einsturzgefahr? Sieht doch ganz gut aus. Was ist denn mit der Brücke? Hä, mit der ist doch gar nichts. Mit der Brücke ist doch absolut... Die ist doch pipapo in Ordnung. Die ist doch Premium. Vielleicht sind hier Tretminen oder so. Ich gehe lieber woanders hin. Hä? Was soll das? Warum sieht das hier so aus, als wäre hier gerade... Was? Hä? Junge. Zeigt mich an, ey. Ich habe die Brücke benutzt. Zeigt mich an. Er hat die Stadtparkbrücke benutzt. Ein richtiger Uhrensohn. Habt ihr auch das Knacken gehört? Anzeige ist raus. Hier, die Brücke ist es. Könnt ihr angeben. Koordinatensystem. Ohne Scheiß. Er hat's gemacht. Er hat die Brücke genutzt. Schlimmer Boy. Weiter geht's. Für Stockenden, ihr geilen Schweine. Oink, oink. Wie heißt die Brücke? Anzeigenbrücke. Das ist die schlimme Anzeigenbrücke. Guck, man hat sie genutzt. Clip das, ab zur Polizei damit. Die sollen... Nee, macht's lieber nicht. Macht's lieber nicht. Dann sagen die vielleicht noch andere Dinge. Nee, macht's lieber nicht. Behalt's lieber für euch. Wir sind Cool Chat. Wir sind eine Community. Wir sind doch real. Wir sind doch real friends. Wisst ihr doch. Guck mal hier, die schönen Blümchen. So, wo fahren wir jetzt hin? Ja, jetzt auch noch nicht. Keine Rückzieher. Doch, Rückzieher sind immer gut. Ich zeige euch jetzt noch mal eine Stelle, das finde ich auch sehr lieb. Da hat nämlich ein Baum im Stadtpark Krücken bekommen. So Gehhilfen. Also wirklich, so Wachstumsschubhilfen, dass es dem Baum gut geht, zeige ich euch jetzt. Ich finde hier meine kleine Naturtour, Leute. Ihr sagt nicht scheiße, also ich finde die geil. Ein Skateboard, ja, ich fahre mit dem Skateboard. Bin sehr gut unterwegs. Outdoor-Skateboard quasi. Wo sind die Gehhilfen? Ja, die vorne. Hier vorne sind sie, ich zeige es euch. Moment, Achtung. Hier kommen jetzt die Baumgehilfen. Und zwar Gehilfe für Bäume steuern, so gut. Ey. Hier, pass auf. Seht ihr das? Seht ihr das, wie der Baum da eine Gehilfe hat? Da ist eine und da auch. Und dahin hat er noch eine. Er hat drei Gehilfen bekommen. Alles natürlich vom Steuerzahler bezahlt. Aber sonst kommt er nicht klar. Ein sehr alter Baum, ein kleines bisschen behindert, aber ist okay. Sieht stabil aus. Das ist gefährlich, warum ist das gefährlich? Was? Ich drehe mal die Kamera, warum soll das gefährlich sein? Ihr müsst es mir sagen. Was ist hier an gefährlich? Ist doch geil. Michael Krummer ist kein Uhrensohn. Nein. Gute Besserung. Naja, gut, das sieht schon ein bisschen gefährlich aus, muss ich sagen. Muss ich auch bestätigen. Und da vorne ist noch mal so ein stärkerer Eumel. Den haben sie da, glaube ich, mit Bauschaum. Guck mal, hier schön mit Bauschaum festgekittet, dass da auch nichts passiert. Der Baum hat auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall Message, sag ich mal. Und es treiben ja auch neue, schöne Bäume daraus. Guck mal, hier kommt ein ganz neuer Baum raus. Watten, der Strich da. Yes. Okay, let's go. Was kann ich noch zeigen? Da ist bestimmt ein Geocache drin. Ich wette, dass da ein Geocache drin ist. Und das ist einfach nur ekelhaft da drin. Ich würde einen Geocache da reinpacken. Ernsthaft. Würde ich machen, habe ich aber nicht. Schon geil, der Baum. Hübsch. So, lobt den Stream. Stream loben jetzt. Stream loben für einfach, ist doch geil. Ihr kommt mit mir raus. Lobt den Stream jetzt. Love the tour, love the story, love the community, love everything. Mann, ohne Scheiß, bisschen mehr Streamlob. Gestern war der Auftritt von Jared bei Rock am Ring. Ich hab's mir bei Instagram angeguckt. Meine Zeit, ey, hab ich was verpasst.
Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da war richtig was los. Da habe ich richtig was verpasst. Und alles nur, weil es so weit weg ist, konnte ich da nicht hin. Heute muss ich arbeiten. RBTV, Stuff, redaktionell. Hätte was vielleicht freigekriegt sogar. Aber 7 Stunden Fahrt ging nicht da. Jared hat gestern ein Warm-up gemacht. Und er hat mich Sonntag erst gefragt, Sonntag erst, ob ich Lust hätte, mit ihm da zu trommeln. Ey, ohne Scheiß. Hier, richtig krasser Spielplatz. Die Kinder haben hier so ein Wasserbasser, wo sie alle sich entledigen können. Und andere Kinder trinken dann das Urin der anderen Kinder. Das ist so ein Fetischspielplatz für kleine Kinder. Aber es ist ganz gut, schön warm. Passt. Circle of Life, ja, so ist es. Ja, nee, Rocket Beans Rock am Ring Special wäre richtig geil gewesen. Aber nee, das wird auch nur. Wir hatten ja gar nichts, keine Akkreditierung und so. Das war alles zu kurzfristig. Das war zu kurzfristig, ich sag's euch. Ich sag euch bitte. Aber wenn ihr eine Band buchen wollt, Mr. Cracker, oder wenn ihr Jared und mich als DJ Schlagzeugduo buchen wollt, schenkt mir eine Nachricht. Geht alles. Aber er hat gefragt, Herr Schlingel, kannst du ihm keinen Vorwurf machen? Mach ich auch nicht. Mach Jared eh keinen Vorwurf. Schlingel ist ein netter Typ. Kannst du nichts kritisieren. Um eine große Tour machen? Nee, ne? Kleine Tour. Kleine Tour hier so lang. Jetzt sehen wir nochmal den Spielplatz von der anderen Seite. Zundesbarock, ja, weiß ich. Der ist da ja privat, aber. Mit dem Cousin. Twitch wird immer schlimmer mit Werbung, das tut mir so leid. Ey, ich muss mal stehen mehr. Das kriege ich jedes Mal kriege ich der Herzrasen, wenn das jemand schreibt. Weil mir das so leid tut. Ich kann da nichts für und mich selber nervt das. Ich habe ja alle 10 Minuten 3 Clips. Das ist einfach so. Hier sind einfach 1 Milliarde Hundeteams, ey. Guckt euch das mal an. Was ist das denn? Hier ist richtig Hunde-Armada. Hunde-Armada Schutzstaffel. Die laufen alle frei rum. Die werden mich doch safe hier runterholen vom Brett. Nee, ich fahre anders. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Militante Hunde, da gehe ich lieber aus dem Weg. Das sind die Polizeihunde direkt ab. Direkt. Uhrensohn, siehst du, da steht's. Schon wieder ein Uhrensohn. Pack schnell die Drogen weg. Das ist ja das Absurde. Wer von euch glaubt ernsthaft, dass so ein quirliger, aufgedrehter Charakter wie ich Drogen bräuchte? Das ist ja das Absurde. Ich habe doch Energie für 4 Leben. Das ist ja das Bescheuerte. Pack die Nüsse weg. Ja, das ist was anderes. Pack die gesunden Nüsse weg. Leute, übrigens, es gibt eine NDR-Reportage, die müssen wir uns angucken. Die müssen wir uns im Stream angucken eigentlich. Also vielleicht müssen wir das erste Mal ein Watch Together machen, weil, ohne Scheiß, jetzt kommt's, das ist nämlich richtig geil. Aus Quakenbrück, meinem Heimatort, da gibt es jetzt eine Dokumentation über die Zoohandlung. Über die Zoohandlung Möller, da wo ich früher meine Fische gekauft habe. Wirklich! Richtig geil! Und da haben die jetzt eine Reportage gemacht. Tierisch was los heißt die. Und die ist richtig geil. Shoutout an Martina. Martina trägt die Kartoffeln. Richtig geil. Muss ich euch alles zeigen. Richtig Bock drauf. Zitronella lebt im Herzen. Ja, da war ein schöner Fisch. Schön viel gestreichelt. Hat sie überlebt auch. Hat immer alles überlebt. Jede Streicheleinheit überlebt. Jedes Knuddeln überlebt. Nutzt ihr jetzt das Jetpack in Real? Ja, ich denke schon. Das Bild sieht echt richtig bescheuert aus, ne? Das sieht so richtig greenscreenig aus. Das würde ich einfach nur stehen. Ich liebe alles daran. Ist doch herrlich. Ach, ist doch schön. Die Leute gucken alle so begeistert.
Also die gucken ein bisschen strange, die meisten Leute, die mich so sehen. Die denken sich so, ah, was ist das für ein alter Hipster? Früher Uhrensohn gewesen. Aber im Kern ist der Grundtenor, und das ist das Schöne, der Grundtenor ist, okay, der Typ, der macht einfach was. Finde ich geil. Ist echt der Grund, das merke ich immer wieder. Grundtenor von den Leuten ist positiv. Die wollen auch so schweben. Vielleicht. Okay, viele Autos, die da nicht. Ein bisschen gucken, was für Autos das sind. Ich fahr mal hier lang. Ich fahr mal hier lang, glaube ich. Das bleibt alles mein Geheimnis. Meine Gedanken sind mein Geheimnis. Ja, das wird heute mega. Deswegen musste ich auch mal kurz raus. Hier muss ich auch mal ganz kurz raus, bevor es hier losgeht. Zeig doch mal deinen Teil, ey. Zeig nur mal deinen Teil, du Arschloch. Entschuldigung. Schön, dass hier ist. So, und hier kommt dann das ganze Abwasser raus aus Hamburg. Das Hamburger Brackwasser. Und da aus diesem ein Rohr. Und dann essen das die Enten. Das ist ganz schön. Dass du Bescheid wisst. Dafür ist das Wasser klar. Ja, das liegt an den Enten. Und wir essen dann die Enten. Genau. Und wir werden dann wiederum gegessen. Dann kleine Fische. Wenn wir nur kleine Fische gucken. So kleine Fische. Sieht ihr das hier, ne? Tausende kleine Fische. Alter. Noch nicht sehen. Ne? Ich könnte niemals sehen. Aber schon schön. Eine Milliarde kleine Fische. Circle of Life. Schon wieder. Ja, ruhig da, ja jetzt. Aber hier gibt es auch Techno-Partys. Am Wochenende. Ist nicht mal ruhig. Und hier gibt es Rettungsringe. Guck mal, Hammer. Im Stadtpark gibt es immer viele Techno-Partys. Ui, Gott, Nut. Der will mich verarschen. Wollt ihr mich verarschen? Chat, das muss ich euch erzählen. Das gibt's doch nicht. Hier ist einer ganz nackt. Ich habe schnell weggezogen. Oh, das hätte ja wohl die Twitch-Sperrung bedeutet. Hier ist ein Mann komplett nackt. Das geht. Ich zeig's euch mal ganz von der Außenferne. Da hinten. Steht er einfach so am Weg. Habt ihr es gesehen? Den Strich da? Habt ihr ihn eben gesehen? Was ist das denn bitte? Was ist das denn bitte? Das kannst du doch nicht bringen, Alter. Was ist das denn bitte? Er könnte sich aber mal richtig. Was ist das denn bitte für eine Aktion? Alter. Gut. Wie ihr Pörtel bist. Ich finde es auch ein bisschen witzig, muss ich sagen. Ich finde es auch ein bisschen witzig, aber er gönnt sich halt. Gönnt sich aber mal richtig, ey.
am Morgen in Hamburg. Dass ich einfach mit, aber ich... direkt am Hauptweg ist aber auch cool. Korrekt, muss man sagen. Nicht normal, Leute. Ja, ihr habt's gesehen, ne, Chat? Ihr habt's gesehen. Gut. Was ist das denn bitte für eine Aktion? Einfach so komplett souverän da nackt stehen, das gefällt mir richtig gut. Aber richtig gut. Wenn du mitmachst, ist das so peinlich. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Jetzt sollte man da einfach aus Solidarität sich direkt daneben stellen. Direkt daneben stellen und freihändig klatschen. Wer wäre dabei? So, jetzt zeigt er noch einen schönen Ort. Ne, das ist eine Treppe. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich hier noch nicht mitbekommen, Leute. Richtig krass. Das habe ich hier noch nicht gesehen. Ich schwanke zwischen Empört und Begeisterung, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt zeige ich was, jetzt zeige ich das Geilste. Jetzt kommt das Allerbeste von der ganzen Tour heute. Pass auf. Und zwar, die Rentners, also ohne Scheiß die älteren Herren, die haben ja so einen kleinen, ich kann nicht so laut sprechen, weil die beobachten mich. Die haben ja so einen kleinen Teich vor sich, pass auf. Die haben ja so einen Teich und fahren ihre ferngesteuerten geilen Boote. Guck mal. Das ist chillig, oder? Wie chillig ist das bitte? Das ist das Chilligste. Einfach nur hier so ein... ein Lemo-Boot, Alter. Das ist einfach so geil. Das ist so geil. Ich liebe alles daran. Das ist mir zu hart, ey. Das ist echt das Geilste, wenn du Rentner bist. Dann hängst du einfach ab mit deinen Dudes. Dir ist alles pissegal. Und du fährst einfach das langsamste Boot aller Zeiten. Es ist doch wirklich nur geil. Das ist auch so ein, das ist auch ein Stream-Inhalt, finde ich. Du musst auf nichts Acht geben. Es ist einfach immer langsam. Es treibt eh, was soll passieren. Es kommt auf uns zu, guck mal. Alter, ist das geil. Das ist richtig geil. Das ist ja nur chillig. Ey, fahren auch Leute Speedboat. Die nerven natürlich alle, ist ja klar. U-Boote gibt's auch. Kriege wurden hier auch schon simuliert. In kleinen Becken. Nur falls ihr euch fragt, wie ich gerade aussehe, ich klemme mir gerade so klein hinter. Ich guck mir das alles an, versteck mich hinterm Handy. Das ist einfach nur Hammer. So, das Wetter wird besser, Leute. Wir sollten freitags immer wieder ein bisschen rausgehen. Ich finde, das ist eine gute Sache. Was sagt ihr?
das chilligste aller Zeiten, ey. Aber ich hab tatsächlich eine Wasserkamera dabei. Tatsächlich. Aber ich frage mich gerade, ob das vielleicht doch gar nicht so funny ist. Ob der eine Typ, der alleine das Boot steuert und der einfach allein hier ist, kann ich mit seinen Buddies. Das tät mir schon ein bisschen leid, muss ich sagen. Aber ich weiß es nicht. Er hat wenigstens sein Boot und Schild ab. Ja, gut, es gibt Schlimmeres. Gott, wo ist im Kai? Ey, Rentners! Habt ihr Bock auf Saufen? Es ist Freitag. Es ist Freitag. Habt ihr Bock auf mit Ansage volle Pulle Saufen jetzt? Meinst du so, Dranglier? Habt ihr Bock auf Korne? Interessieren, wie die Eichhörnchen zum Boot hier fahren. Ich könnte schon mit ihm reden, aber ich finde es zu filmen, finde ich immer ein bisschen blöd dann. Das ist meine. Das ist ein ganz schönes Boot übrigens. Ich glaube, es ist echt Holz. Sieht nicht nach Plastik aus. Ein richtig schönes Boot. Super. Super Boot. Fahr da mal hin. Ein super Boot. Ich muss das wissen. Das ist Echtholz, glaube ich. Das ist ein Echtholzboot. Das finde ich krass. Muss ich mal fragen. Frage, ist das echt Holz? Das ist ja wundervoll. Und selbst gebaut oder wie? Nee, Bausatz oder fertig so. Gekauft. Aber es ist echt Holz, das sieht ja super aus. Wundervoll. Wie lange hält der Akku? Also wie lange kann man fahren? Ja. Nee, was hast du jetzt? Stunde kannst du schon hier mit schöne Zeit haben. Von weiter weg sieht man das nicht, aber als du da näher gekommen bist, dass das richtiges Holz ist, finde ich halt geil. Das ist schon ein schönes Ding. Ja, dann schönen Tag. Dankeschön. Das hat mich beeindruckt. Das hat mich bewogen, nochmal zu quatschen. Echt Holz. Respekt, Leute. Echt. Der war nicht so gesprächig. Der wollte ich jetzt nicht löschen. Der war nicht so gesprächig, der Mann. Der war beschäftigt mit seinem Boot, das ist auch in Ordnung. Der flüchtet ja. Der flüchtet ja aus dem Leben, da er keinen Bock hat auf Menschen. Der will ja mit dem Boot jetzt abhängen. Da muss man das respektieren. Aber Hammer. Also ein Echtholzboot, der ist nicht am Arsch. Wie geil ist das denn? Klar, kriegst du jetzt die Geschwindigkeiten drauf, die du brauchst, aber Echtholzboot. Gerade aus der Spannung raus. Ja. Hat einfach gar keinen Bock, was zu erzählen. Ja, nee, es kommt doch an, welchen Akku du drin hast, ey. Richtig geil einfach. Kommt schon ein bisschen drauf an. Kommt einfach drauf an. Welchen? Alter, ist das da hier? Ein bisschen drauf. Ich muss immer ein bisschen gucken im Stadtpark. Muss mal ein bisschen Ausschau halten. Versteht, was ich meine. So. Machen wir einen kleinen Spaziergang, können wir auch, ist ja kein Problem. Lol. Ja. You know what I mean.
Bei uns auf der Donauinsel ist es geil. Da düsen einige mit den AC-Fliegern und Helis rum. Das ist auch geil. Ja klar ist das geil, ist alles geil. Warte mal in Sky. Sky, ey. Liebe den. Das ist echt Hammer, ey. Schönen Tag. Das sind die besten Touren hier. Ich muss das einfach sagen. Das sind die besten Touren mit euch. Vormittags hier rumzulatschen. Besser geht's gar nicht. Ist so. Hashtag ist so. So. So, Stream ist vorbei. Mehr gibt's heute nicht. Mehr gibt's heute nicht anzubieten. Das muss jetzt reichen. Ich muss arbeiten. Vielleicht schiebe ich auch noch ein bisschen was von der Zeit. Aber ich muss ein bisschen was erstmal schaffen. Muss mal gucken. Vielleicht komme ich gleich wieder. Oh shit. Wie spät haben wir es eigentlich, Chat? Gib mir mal eine Uhrzeit.